Meine Ex-Freundin meldet sich bei mir. Na, wie geht's dir? Alles Gute zum Geburtstag? Ficken? Oh, okay. Eigentlich seid ihr schon lange getrennt. Doch plötzlich meldet sich deine Ex-Freundin wieder bei dir. Was könnte das bedeuten? Was sollst du jetzt machen und welche Fehler kannst du dabei machen? Genau darum geht's in diesem Video. Jo Freunde, was geht ab? Martin am Start. Der Sex mit der Ex gehört zu den schönsten als auch aufregendsten Dingen der Welt. So sagt man zumindest. Aber tatsächlich denken viele Männer an Sex, wenn sich die Ex-Freundin plötzlich bei ihnen meldet. Kurzer Versuch an dieser Stelle, like dieses Video, wenn es dir schon mal genauso ergangen ist. Also wenn sich deine Ex-Freundin bei dir gemeldet hat und das erste, was du gedacht hast, geil, die will wieder. Ja, also Sex mit der Ex. Mir ist es auf jeden Fall mehrfach schon gegangen. Ich würde dieses Video liken. Und wenn du ein bisschen mutiger bist, dann schreib gerne unten in die Kommentare, ob es dazu gekommen ist oder was daraus eben geworden ist. Dass sich die Ex bei dir meldet, kann viele Gründe haben und ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Und darum möchte ich, bevor ich auf die Fehler eingehe, die du machen kannst, erstmal die drei Gründe, die Hauptgründe erläutern, warum sich überhaupt deine Ex wieder bei dir meldet. Und die drei Gründe, warum sich deine Ex wieder bei dir melden, lauten wie folgt. Nummer 1, allgemeines Interesse. Frauen fällt es tendenziell leichter, Freundschaft und Sex zu trennen. Und ihr hattet ja mal eine tolle Beziehung miteinander, mal mehr oder weniger lang. Und vielleicht hat sie einfach nur das Bedürfnis, mit dir einen weiterhin freundschaftlichen Kontakt zu knüpfen. Männern fällt das sehr schwer in aller Regel und deswegen ist hier Vorsicht geboten. Der zweite Aspekt ist sexuelles Interesse. Gerade wenn sie vielleicht gerade aus einer Affäre rauskommt oder aus einer Beziehung rauskommt und ihr es da so richtig bewusst geworden ist, wie geil der Sex mit dir war, kann es gut sein, dass sie sich wieder bei dir meldet oder einfach weil sie Lust hat, um eben Sex mit dir zu haben. Und der dritte Aspekt sind organisatorische Dinge. Ja, sie hat vielleicht irgendwie erkannt, da ist noch ein alter Vertrag, den ihr gemeinsam abgeschlossen habt oder ihr habt vielleicht einen Hund oder gibt es noch ein paar Kisten, die Gegenstände, die irgendwie zu dir gehören. Deswegen meldet sie sich, um das Organisatorische mit dir zu klären. Das sind die drei Hauptgründe, warum sie mit dir in Interaktion tritt. Allgemeines Interesse, sexuelles Interesse und organisatorisches. Nun, wie solltest du damit jetzt am besten umgehen? Nun, es gibt an dieser Stelle zahlreiche Fallstricke, in die Männer regelmäßig reintreten und die dafür sorgen, dass ihr Leben sich katastrophal verschlechtert, weil sich plötzlich ihre Ex bei ihr gemeldet hat. Aus dem Grund haben wir dazu auch ein Bonusmodul in dem Kurs Ex zurück oder für immer vergessen abgedreht. Ja, da geht es wirklich darum, nochmal dir genau zu erläutern, was passiert da eigentlich und worauf musst du jetzt achten. Also wenn du gerade in so einer Trennung drin steckst, sich die Ex vielleicht gerade gemeldet hat, du vielleicht auch versuchst, sie zurückzubekommen, empfehle ich dir sehr stark, dir mal unseren Kurs Ex zurück oder für immer vergessen anzuschauen. Einfach hier oben auf das i klicken. Dort kriegst du zahlreiche Übungen, Meditation und Erklärung an die Hand, wie du jetzt umgehen solltest, um dein Leben, um deine Persona, um dein emotionales Sein wieder zu stabilisieren, dadurch attraktiv auf deine Ex zu wirken bzw. dich von ihr komplett abzunabeln. Nun, wenn sie sich spontan wieder bei dir meldet, dann willst du idealerweise nicht ihre Gefühle verletzen und umgekehrt willst du auch nicht, dass deine Gefühle verletzt werden. Es kann manchmal sein, dass es sich gut anfühlt, ihre Gefühle zu verletzen, weil, haha, ich habe ja eins ausgewischt, aber vertrau mir, in aller Regel bleiben dabei nur emotionale Wracks zurück, was sich über Wochen, Monate, wenn nicht sogar Jahre im Leben der Person auswirkt. Das ist kein Ziel, was ich dir empfehle, aus meiner persönlichen menschlichen Sichtweise. Sondern stattdessen möchtest du eine Kommunikation schaffen, wo ihr klar eure Bedürfnisse äußern könnt und diese, wenn möglich, adäquat miteinander ausleben könnt. Das heißt, wenn ihr beide Lust auf Freundschaft habt, habt ihr Freundschaft. Wenn ihr beide Lust auf Sex habt, kommt ihr sexuell zusammen. Oder wenn es organisatorische Dinge zu klären geht, dann klärt ihr diese eben miteinander. Übrigens, kurzer Schwank am Rande, falls du neu auf dem Kanal bist und das gerade cool findest, interessant findest, was ich hier erzähle, abonniere gerne den Kanal. Es ist ein Männerkanal, wo es um das Thema Sex, Flirten, Persönlichkeitsentwicklung für den Mann thematisiert wird. Ja, gerne Kanal abonnieren, Glocke drücken. Einmal die Woche kommt ein neues Video raus. Lass uns jetzt zu den Hauptfehlern kommen, was du in diesem Augenblick machen kannst. Und der erste Fehler lautet Impulsivität. Häufig, wenn Männer von ihrer Ex angeschrieben werden, reagieren sie impulsiv. Das heißt, sie schreiben zurück, sie haben voll Spaß daran, sie fangen an, Sachen rein zu projizieren etc.
Ich lade dich dazu ein, stattdessen das Handy einen Tag liegen zu lassen und jetzt erstmal deine Gedanken und deine Fantasien und deine Emotionen zu spüren und wahrzunehmen. Was genau macht diese Nachricht eigentlich gerade mit dir? Bist du in einem Zustand, wo du denkst, ist ja nett, mal gucken, was da kommt, vielleicht wird sie auch ein bisschen kinky, aber merkst, über den Tag denkst du kaum darüber nach, sondern bist eigentlich so eher locker entspannt, sage ich dir, cool. Du kannst relativ sicher mit deiner Ex in Interaktion treten, weil du wahrscheinlich deine Beziehung gut aufgearbeitet hast. Wenn du aber anfängst, darin Fantasien hinein zu projizieren von, oh geil, jetzt ist sie wieder da, ich muss ihr jetzt unbedingt beweisen, was ich mich verändert habe, was ich für ein toller Typ bin, damit wir wieder zusammenkommen können, das war das Großartigste meines Lebens und so weiter und so fort, erkenne ich, du hast deine Beziehung noch nicht weit genug aufgearbeitet. Du bist noch sehr stark da drinnen verstrickt. Du steckst noch mitten in der Trennung. Und dann rate ich dir ganz klar, sehr vorsichtig zu sein, weil wahrscheinlich will sie nicht wieder mit dir zusammenkommen. Aber in deinem Kopf willst du das gerade. Und jegliche Art von Kommunikation sorgt dafür, dass dein Wolf des "Wir kommen wieder zusammen" gefüttert wird. Und das ist überhaupt nicht in ihrer Intention. Mit anderen Worten, du wirst ein emotionales Wrack. Du wirst schlechter zurückbleiben, als du jetzt gerade bist. Das heißt, in solchen Momenten geht es auf der organisatorischen Ebene Sachen möglichst schnell abzuklären und dann aus dem Kontakt rauszugehen. Ich habe vor einiger Zeit meinen Artikel dazu geschrieben, wo es um das Thema Trennungsschmerz ging, welche Emotionen da einem vor allem sozusagen in der Trennung drin halten und wie du diese am besten auflösen kannst. Den Artikel kannst du dir hier anschauen und für dein Leben anwenden. Fehler Nummer 2. Zu hohes Investment. Damit meine ich, das sind Männer, die dann anfangen, geil, sie schreibt jetzt mit mir, ich muss jetzt sie davon überzeugen, um sie vielleicht nochmal knickknack in die Kiste zu kriegen oder sonst irgendwas und fangen an da reinzuschreiben und sich voll darum zu investieren und zu zeigen, wie toll sie ist und wie großes Interesse sie gerade haben etc. In aller Regel wirkt das eher unattraktiv. Meine Empfehlung ist an dieser Stelle immer erstmal Bewusstsein entwickeln, worum geht es dir gerade? Ja, gerade wenn du Beziehungsfantasien hast, sehr vorsichtig sein. Ja. Prüf möglichst klar, worum geht es dir hier gerade? Ey, warum schreibst du mir denn jetzt? Ob da in irgendeiner Richtung ein gemeinsamer Common Sense ist und bring ansonsten das Gespräch möglichst schnell zum Ende. Weil die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass du dich in eine Fantasie verrennst, emotional verrennst, die dich kaputt macht. Wenn es dir aber vor allem um sexuelles, neugieriges Interesse geht, dann empfehle ich dir, wenn sie schreibt, antworte ihr gern kurz, knackig zurück, vielleicht ein bisschen frech mit einer Frage oder mit einer provokanten Aussage und dann lass sie reagieren, damit du überhaupt abschätzen kannst, war das jetzt nur eine Eintagsfliege oder entsteht da wirklich wieder ein gemeinsamer Flow miteinander. Also halte dich zurück, zu stark hinein zu investieren, sondern keep it slow and simple und schau, ob da überhaupt ein gemeinsamer Flow vorhanden ist. Beziehungsweise wenn du merkst, dass du dich schon in Fantasien hinein manövrierst, die dich emotional total in die Abhängigkeit hineinbringen, brich das Ganze lieber ab. Und damit komme ich zum dritten Fehler, quasi der Folgefehler aus den ersten beiden Fehlern. Das ist, die totale Kontrolle zu verlieren. Ja, ihr habt miteinander geschrieben, du warst am Anfang zu impulsiv, hast danach zu viel investiert, sie reagiert darauf und du merkst, wie alles sich da rein projiziert an Wünschen, an Hoffnungen, an Bedürfnissen. Und auf jede Nachricht, die sie schreibt, geht dein emotionales Karussell Achterbahnfahren. Ja, du hast die komplette Kontrolle über dich verloren. Furchtbarer, furchtbarer Zustand. Speziell dann, wenn du an Sex denkst und Beziehungen denkst und sie will eigentlich nur Interesse. In solchen Fällen geht es unbedingt, eine Reißleine zu ziehen und da rauszukommen, den Kontakt sofort wieder abzubrechen, weil es tut dir einfach nicht gut. Es tut dir nicht gut, es gibt auch keine Lösung, die du da mit ihr arbeiten kannst, weil solange du mit das Thema noch nicht aufgearbeitet hast, die Beziehung nicht aufgearbeitet hast, kannst du das mit ihr nicht machen. Dafür brauchst du andere Wege, meiner Meinung nach. Und auch wenn du nur ein sexuelles Interesse hast oder wenn du ein anderes Interesse hast, dann sorge dafür, gerade beim sexuellen Interesse, dass du möglichst schnell mitbekommst, habt ihr hier ein gemeinsames Interesse oder geht es nur dir gerade so? Das kannst du machen, indem du zum Beispiel etwas flirtig, doppeldeutig mit ihr schreibst, um zu gucken, reagiert sie darauf? Und indem du möglichst schnell ein Angebot machst, also wenn sie darauf reagiert, sie real zu treffen, damit du einfach siehst, hey, was passiert hier, was geht hier ab? Denn selbst wenn es zum Sex kommt, kann es sein, dass ihr euch danach in einer On-Off-Situation wiederfindet, einer On-Off-Beziehung. Und auch das kann emotional sehr fordernd sein, kann dafür sorgen, dass Männer und Frauen sich jahrelang nicht richtig voneinander trennen, nicht offen sind für neue Partner. Und auch das kann sehr negativ für dein Leben sein. Das ist auch ein Bereich, den wir aus dem ganzen Kurs Ex zurück oder für immer vergessen als Bonusmodul mit reingepackt haben. Das ist eine typische Falle, wo Menschen eben drinne stecken bleiben. Ja, also wenn du da gerade in diesem Prozess drinne bist und sagst, hey, ich brauche da Hilfe, ich brauche irgendwie eine klare Orientierung, ich brauche einen Fahrplan, mit dem ich arbeiten kann, dann sage ich dir nochmal, hol dir den Kurs und arbeite den durch, ja, damit du gar nicht erst in diese Fallstricke hineinfällst, damit du stattdessen einfach stoisch mit Klarheit die richtigen Entscheidungen für dein Leben triffst.
Es geht grundsätzlich darum, wenn sich deine Ex wieder bei dir meldet, dass du die emotionale Kontrolle über dein Leben behältst und eben auch die Kontrolle generell über dein Verhalten im Leben behältst. Deswegen sage ich dir ganz klar, wenn das passiert, wenn sie sich bei dir meldet, dann achte genau darauf, was sind gerade deine Motive, was sind deine Fantasien, was sind deine Bedürfnisse, die hochkommen. Und wenn du merkst, die gehen zu klar in eine Richtung, wir müssen wieder zusammenkommen und es ist nicht zu erkennen, dass das in irgendeiner Form in ihrem Interesse ist, mach einen klaren Cut. Mach einen klaren Cut. Ja, sag, hey, pass auf, ich will keinen Kontakt mehr haben. Das bringt mir nichts, das tut mir gerade nur weh. Also tschüss. Ja? Das mag in dem Augenblick echt anstrengend sein, nicht besonders schön, aber es ist nachhaltig der bessere Weg für dich. Hol dir gerne unseren Kurs, arbeite den durch, der hilft dir dabei. Und wenn du merkst, eigentlich, ich denke da nicht an Beziehungen, aber der Sex war schon geil oder ja, Freundschaft war schon geil, also wir hatten da schon einfach gute Connection miteinander und du bist da einfach in einem sehr sicheren Flow miteinander, dann gerne geh in diese Richtung, sei da sehr straight, damit ihr euch nämlich nicht in den Bedürfnissen verrennt und euch gegenseitig wehtut und die Kontrolle aus dem Leben herausbekommt oder aus eurem, damit nicht die Kontrolle für euer Leben verliert. Falls du gerade noch drinnen, mitten in deinem Trennungsschmerz drinnen steckst, ja, du weißt, boah krass, ich habe die Trennung noch nicht verarbeitet und ich brauche jetzt schon mal eine Inspiration, was ich machen kann. Natürlich, hol dir unseren Kurs, habe ich ja schon mehrfach gesagt, aber wenn du vorher schon mal eine kleine Inspiration haben willst, was du jetzt tun kannst, empfehle ich dir sehr dieses Video hier, nämlich zum Thema Trennungsschmerz überwinden in 3 Schritten.